Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV natürlich mal wieder. Und unsere Blackies erwarten im Eröffnungsspiel der 29. Runde der Tipico Bundesliga zu Hause morgen in Graz-Liebenau die Wiener Austria um 16 Uhr. Wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Beide Teams aktuell gut drauf. Die Austria unter ihrem neuen Trainer, unter Thomas Letsch, auf jeden Fall mit einem guten Start so insgesamt. 3 Siege aus den letzten 4 Partien, wenn ich richtig informiert bin. Und unsere Blackies mit 4 Siegen am Stück. Also haben sich jetzt auch in das Frühjahr reingekämpft und reingespielt. Und im Moment läuft es richtig gut für unsere Schwarz-Weißen. Es hat sich auch ein bisschen was personell getan. In puncto Zukunft bei unseren Blackies, also in der letzten Woche. Zum einen wurde bekannt, dass Christian Grazer seine Karriere im Sommer beenden wird, nach, ich glaube, 15 Jahren beim SK Sturm, also 15 Jahre Profifußballer bei den Blackies. Er hat ja in der Jugend auch beim DSV Leoben und ich glaube beim GAK. Wir wollen den Namen nicht so oft in den Mund nehmen, aber eben auch dort seine Ausbildung genossen und ja, hat sich im Endeffekt aber zum schwarz-weißen Urgestein gemausert, muss man sagen. Also dem gebührt natürlich nur der allergrößte Respekt im Endeffekt und ja, auch wenn ich mit Christian Grazer auch das ein oder andere Mal so für mich als Fan so mein Hühnchen zu rupfen hatte, muss man sagen, er hat alles für den Verein gegeben, hat dem Verein auch wirklich lange die Treue gehalten und ja, hat sich auf jeden Fall jetzt den Ruhestand nach tollen Paraden redlich verdient. Und noch interessant, auch ein weiterer Akteur der Blackies wird im Sommer seine Karriere beenden und zwar Christian Schulz, der eigentlich noch Kapitän, ist ja in letzter Zeit nicht wirklich gesetzt unter Heiko Vogel, für mich auch verständlich, ohne dass es bös klingen soll, aber die Leistungen sind nicht ganz das, was man sich von einem Kapitän und Leistungsträger erwartet, um einen Startplatz in der Stammelf eben zu rechtfertigen. Von dem her für mich durchaus nachvollziehbar und auch Christian Schulz wird eben seine Karriere dann im Sommer beenden, nach 16 Jahren als Profifußballer war es das dann auch für den Deutschen. Also auch das für mich jetzt nicht die ganz große Überraschung. Auch bei Grazer war es ja durchaus vorherzusehen, dass es jetzt nicht mehr allzu viele Spielzeiten geben werden würde. Und ja auch bei Schulz eben, ich hoffe eben, dass er sich selber und auch der Mannschaft und dem ganzen Verein einen guten und positiven Karriereausgang bescheren wird. Also einfach eben das Maximum mit Sturm noch rausholen in seinen Einsätzen, die er sicher noch bekommen wird. Also ich bin da wirklich guter Dinge, dass man das Ganze positiv zu Ende bringen wird und ja, auch für Christian Schulz gilt natürlich, auch wenn die Leistungen nicht ganz immer zu meiner Zufriedenheit und vielleicht auch zu der Zufriedenheit der anderen Fans waren, alles Gute natürlich für die Zukunft in diesem Sinne. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Spiel gegen die Austria. Personell ist bei unseren Blackies eigentlich fast jedermann an Bord. Potzmann fällt aus und Zulechner sowieso. Aber ansonsten sollten alle einsatzbereit sein. Ansonsten wird es auch eben systematisch wieder was Neues geben. Ich gehe einfach mal davon aus. Also es könnte sowohl wieder die Doppelspitze Eddy mit Alaa sein oder vielleicht doch mal wieder Essay in die Startelf rutschen. Ich will mich da gar nicht an den ganzen Spekulationen beteiligen. Ich bin einfach gespannt und ich glaube auch, dass Heiko Vogel da durchaus klar im Kopf ist und weiß, was er tut. Also für mich sieht es danach aus und auch die Ergebnisse sprechen ja für sich. Also von dem her, ich will gar nicht Rätsel raten, einfach mal schauen, wer spielt. Die Aufstellung werden wir dann am Spieltag sowieso sehen. Ansonsten, die Wiener Austria eben, wie erwähnt, mit einer guten Statistik. In der aktuellen Saison, in den direkten Duellen, war es auch ziemlich knapp eigentlich immer. Sturm mit 2 Siegen, die Austria mit einem. Das letzte Spiel gegen die Wiener ging allerdings verloren mit 0:1. Das war eben im letzten Spiel unter Franco Foda in Wien. Damit ging es auch in die Winterpause. Die Austria ist ja ansonsten auch eben tabellarisch immer noch ziemlich am Sand. Also ob da wirklich noch was Richtung Europacup geht, ich weiß es nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Wünschen würde ich es ihnen nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, bei unserem Blackies sieht es auch im Punkto auf Platz 2 eigentlich sehr gut aus. Da darf nichts mehr passieren nach unten. Es sind ja immer noch 11 Punkte Vorsprung auf Rapid. Wird nichts mehr passieren. Davon gehe ich einfach felsenfest aus. Nach oben, ja, bisschen träumen kann man noch. Salzburg spielt am Sonntag in Pasching gegen den LASK. Also auch das wird auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Könnte ganz eng werden. Salzburg ja auch jetzt unter der Woche in Rom gegen Lazio gespielt. Also vielleicht hilft uns die Doppelbelastung endlich mal ein bisschen. Auch die Salzburger sind da bärenstark im Moment, auch wenn sie zuletzt in Rom verloren haben. Aber trotzdem, man darf ja immer noch träumen. Von dem her,
war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns dann einfach nach dem Spiel hier natürlich bei The Lens TV. Vollkommen richtig. Also, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.